Liebe Strategiefans, weiter geht's mit unserer Partie und dem Krieg gegen die Babylonier. So, der Krieger hat sich bereits geheilt. Das geht ja auch im verbündeten Territorium. Und die zwei Einheiten, die können wir noch aktivieren. Wir schauen uns aber vorher noch die Events an. Steuerüberschuss. Die Schatzkammer von Isala platzt aus allen Nähten. Die Oberhäupter der Stadt fordern, dass sofort in wichtige Projekte investiert wird. Kulturereignis aufblühend in Isala. Das Gold für später sparen oder wir könnten zusätzliches Eisen gut gebrauchen. Wenn wir Eisen kaufen würden, dann wären diese 240 Eisen mehr wert. Das ist halt jetzt die große Frage. Ich spekuliere mal darauf, dass wir genug Eisen haben. Wir nehmen das Geld. Kind der Prophezeiung. Als einige Diener Sadito, die neugeborene Erbin, zum Badezimmer tragen, kommt ein seltsamer alter Bettler von der belebten Straße in den Hof gelaufen. Er fällt vor dem gewickelten Baby auf die Knie, schlägt seine rissigen und schmutzigen Hände vor sein Gesicht, beginnt laut zu weinen. Dies ist das Kind, von dem die Prophezeiung sprach, erklärt der Bettler. Das Schicksal von Assyrien ist unzertrennlich mit ihr verbunden. Ja, da ist sie. ...50% aus Rom. Wird von uns erben. Direkt mal plus 20, ja? So. Die weisen Worte des alten Bettlers genau anhören oder den Narren ignorieren und zurück auf die Straße werfen. Glauben wir an Prophezeiungen? Ich denke schon, wir haben so viele Religionen. Die weisen Worte des alten Bettlers genau anhören. Prinzessin Sadito erhält die Eigenschaft verflucht, gesegnet oder göttlich. Göttlich. Zwei Charisma. Plus 10% Chance, Religionsoberhaupt zu werden. Und ist Teil von eingebildet. Es ist weder eine Stärke noch eine Schwäche. Okay. So, eventuell werden wir den Streitwagen auch noch wegziehen. Wir könnten auch hier den einen Räuber rausnehmen. Das würde aber auch wieder Befehlspunkte kosten. Drei, um dorthin zu marschieren und einen, um den Kill zu landen. Ah. So. Aber eigentlich spielt ja hier die Musik. Auf jeden Fall den Streitwagen heilen. Wir können auch den Kriegselefanten angreifen, würden aber einen TP verlieren. Und wenn wir dann noch dreimal angegriffen werden, auch wenn wir in der Stadt sind, verlieren wir den. Und das könnte passieren. Also, einmal heilen. Und hier mit der Miliz. Boah, da machen wir fast gar keinen Schaden. Schauen erstmal uns die Situation hier an. Das ist echt übel mit der Reichweite hier. Aber wir können uns mit dem Schleuderer dahin bewegen und hier angreifen. Die Gegner müssten massiv investieren, um ihn dann noch anzugreifen. Dann machen wir zumindest schon mal einen Balken Schaden. Beziehungsweise 2 TP.
Wir würden die Gegner machen 2,5 Balkan und 3,5 Balken. Schon übel. Wir müssen aber noch eine dritte Einheit irgendwie dahin ziehen, um den wirklich rauszunehmen. Einmal hier angreifen. Okay. So. Ja, vielleicht haben wir mittlerweile zu viele Arbeiter und Jünger und so weiter, dass wir nicht die Befehlspunkte ausgeben können. Allerdings, wenn wir mal im Frieden wären, dann sähe die Situation anders aus. Dann könnten wir hier ordentlich unsere Befehlspunkte im zivilen Bereich investieren. So. Die zwei haben wir noch nicht befähigt. Hier hätten wir durch die Wüste, würden wir nur langsam vorankommen. Wir gehen mal. Ja. Mal dahin. Warum? Moment, warum würde. Achso, der hat schon das Maximallevel. Dann geht der dahin, bekommt nochmal eine Runde TP, EP, Erfahrungspunkte. So, einen Eilmarsch, wenn wir jetzt, denke ich, mit denen nicht vollziehen. Boah, die Einheit ist schon stark. Die ist echt stark. Das 25%, weil das ein städtisches Gebiet ist. Plus 25% gegen General. Plus 10% gegen Nahkampf. Plus 10% gegen Angeschlagen. Ja, also es würden gelten die 10% gegen Angeschlagen, gegen General 25% und also insgesamt plus 60%. Wir machen das, denke ich, nicht. So. Dann hätten wir ja hier noch die Möglichkeit, den rauszunehmen. Mit einem Schleuderer hätten wir da vielleicht. Ah, die machen nicht genug Schaden. Okay. Einer hat rausgenommen. Gibt ja auch Erfahrungspunkte zurück. Befehlspunkte zurück, 2 Stück. Und wir hatten 10 Kultur bei der nächstgelegenen Stadt bekommen. So, noch 20 Befehlspunkte. Wir können jetzt Tempel bauen. Plus 3 Kultur, minus 1 Unzufriedenheit. Bis 0,5 Befehlspunkte. Können wir den Tempel auch da bauen und dann eventuell später hier noch ein anderes Kloster daneben setzen. Der Tempel gibt 20% auf Kloster. Nein, er gibt. Ja, die Kloster kriegen 20%, wenn man da einen Tempel neben setzt. So. Also wir könnten da noch ein Kloster reinsetzen und dann hier 2 Tempel, dann kriegen die beide plus 20%.
Oder die buffen sich beide gegenseitig. Das sieht mir doch danach aus, ja. Ja, das ist der Tempel dann auch nochmal. Plus 0,4 Stadtkapital und plus 0,4. Na komm. Och. Bisschen kriegt. So, wir wollen jetzt hier den Tempel. So, und da auch noch ein Tempel. Ja, das ist echt gut. Ja. Gehen wir erstmal die religiösen Einheiten durch. Jetzt wollen wir sehen, wie stark das ist. Der wurde gerade, glaube ich, gebaut, oder? Ja. Da könnten wir einen Tempel bauen. Haben wir schon ein Kloster? Glaube nicht. Oder? Doch, da ist das Kloster. Wir können da keinen... Können da leider keinen Tempel nebensetzen. Bräuchten wir ein Stadtgebiet. Das ist natürlich blöd. Ein Weiler? Ja gut, bauen wir jetzt hier einen Weiler und dann... Können wir den ja schon mal dahin schicken. Sollte halt jetzt 4 Jahre. Wow. Okay. So, noch 10 Befehlspunkte. Hier haben wir wieder das gleiche Problem. So eine städtische Erweiterung hier bauen. Stimmt, oder? Anschreien oder... ein Weiler. War ein Weiler einmal. Dort 5 Jahre. Ja, der hat nicht die passende Familienzugehörigkeit. Dann können wir ihn ja schon mal da hinstellen. Er kann auch da stehen bleiben. So, Tempel. Bauen wir den Tempel ruhig da. So. Hesse gilt nicht als städtisch. Ja, da kommen wir jetzt schlecht hin. Oder? Was mit dem Arbeiter?
Könnte daneben einen Schrein bauen. Schrein des Samas. Okay. Einmal dahin. Ausruhen. So. Dann Steinbruch. 9 Steine pro Jahr. Okay. Gut. Ja, beenden und gespannt sein. Boah, machen den Eilmarsch. Und verlassen sogar die Stadt. Komm. Boah. Etta. So, wir konnten Oligarch Nimedo, den Gelehrten, erfolgreich beeinflussen. Da sind wir jetzt hier zumindest schon mal bei plus 20. Und der ist ja Statthalter, richtig? Ja, genau. So. Kanzlerin. Ja, unsere Mutter ist im Amt verstorben. Im Alter von 58. Matriarchin Saraya von Assur ist jetzt das Oberhaupt des assyrischen Heidentums, im Alter von 49, und ist verärgert. Herzog Assur Ubalit, unser Bruder, verfügt jetzt über das Merkmal Fanatiker. Das ist natürlich sehr schlecht, weil dann verstehen wir uns gar nicht mehr. Solili von Karthago ist konvertiert und hat den Zoroastrismus angenommen. Das ist gut. Statthalter Assur Nirari, der Minister, ist im Amt verstorben. Oh, mit 44. Ahitali ist konvertiert und hat das assyrische Heidentum angenommen. Im Alter von 20. So, unsere Schwägerin ist konvertiert und hat das Judentum angenommen. Sägewerke. Kompositbogen, auch gut. Ja, damit wir Bogenschützen ausbilden können. Wir merken ja, was die Babylonier uns da mit den Bogenschützen antun. So, neue Kanzlerin wählen. Wir haben Solili von Karthago Nova. 25 Jahre alt. Oh, das ist doch gut. Plus 4 Stadtkapital, plus 12 Geld. Neuer Statthalter. Boah, 55 Jahre alt. Und 48. Die Stadt bekommt erstmal keinen Statthalter. Fischer abgeschlossen. Da können wir gleich ein Luxusgut verteilen. Und Teststufe 2 können wir hier ruhig machen. Ja. So. Boah, dass sie hier einen Einmarsch durchführen.
Ja. So. Die Anzeige lügt doch. Jetzt ist sie richtig, okay. Ich hab die ganze Zeit auf den Elefanten geguckt. So, da würden noch 4 Balken übrig bleiben. Dann werden wir mit dem Streitwagen angreifen, macht er 3,5 Balken Schaden. Wir greifen erst mit dem Streitwagen an, damit der in der Stadt stehen bleibt. Wir greifen als nächstes mit der Miliz an. So, und dann werden wir mit dem Schleuderer, der mehr Schaden macht, werden wir einen Eilmarsch durchführen. Dann ist der Kriegselefant down. So, dann werden wir noch das Luxusgut verteilen. So 10 hier. Dann bekommt ihr einmal Farbstoffe. So. Also so wie das jetzt aussieht, werden wir die Stadt hier niemals kriegen. Wir können uns hier bei den Römern verstecken. Hier plus 25% gegen Fernkampf und wir machen extrem viel Schaden gegen den Streitwagen. Hier würden wir sogar noch mehr machen, aber hätten dann den defensiven Bonus nicht. Wir könnten den Streitwagen halt rausnehmen. Aber dann würden wir mit Sicherheit auch eine Einheit verlieren. Axtkämpfer in 5, Axtkämpfer in 4 und Axtkämpfer in 5. Der Schleuderer kommt dann, den können wir einmal normal bewegen. So. Das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, gibt erstmal nur plus 5% und dann pro Jahr nochmal 5% mehr. Ein Testudo. Plus 25% Bonus gegen Fernkampfeinheiten pro Jahr. Bis zu 60%. General hinzufügen, befördern. Kandidaten, die aktuell nichts zu tun haben. Da gibt es ja doch einiges. So.
Ja, wir haben nur eine Einheit davon, die können wir auch nicht bauen. Die haben ja durch ein Event bekommen. 15% Angriffsstärke, plus 3% Verteidigung, plus 6 Erfahrungspunkte. Das ist schon ein bisschen riskant gerade, wenn die sich hier komplett auf den stürzen. Woher sind aber die Römer dran? Und die haben beide volles Leben, damit werden sie ja wohl irgendwas machen. So, ein bisschen Risiko. Einmal den General jetzt zuweisen. Den 26-jährigen Amino den Stolzen. So. Dann hier den Krieger. Ja, ruhig einmal dahin bewegen und heilen. Und dann haben wir noch 11 Befehlspunkte. Der wird sich hier noch ein bisschen gedulden. Bei dem sieht das doch genauso aus. Hier gibt es keine städtischen Gebäude in der Nähe. Boah, das kostet auch viel hier. Aber wir schauen mal, dass wir hier einen Schrein bauen. Kann ich einen anderen Schrein angrenzen? Das ist schon ein Schrein. Ach so, okay. Haben wir hier schon alle Schreine gebaut in der Stadt? Einmal? Kann sein. Oh. Den noch nicht. Den Kriegerschrein. Okay. Dann einmal zurück. Und der kann ja dahin. Dann bauen wir hier den Schrein des Ninurta. Und der geduldet sich etwas. Der auch. Hier ebenfalls. Und da können wir ruhig eine Kaserne bauen, ja. So. Da hatten wir einen Schrein gebaut. Hier das Odeon. Okay. Speer. Wir haben echt Befehlspunkte über. Okay, noch zwei Events. Die schauen wir uns noch an. Der Hof trauert. Ja, den hatten wir auch schon ersetzt. Weiß nicht, war er der Kanzler, der Alte? Ich glaube nicht. Okay. Und Nachschub. Königin Livia, die Neue von Rom, muss aufgrund der letzten Kriege Roms dringend ihre Armee vor dem Beginn der nächsten Feldzüge ausrüsten. Eisen, Holz, Nahrung oder Gold werden gerne angenommen. Okay, sie ist kriegerisch. Ja,
Geld gehört zu Kriegerisch. Wir können Holz anbieten. Dann würde sie in unserer Schuld stehen. Aber Holz haben wir nicht und wir haben auch... Also wir werden jetzt nicht 300 Holz einkaufen. Oder 350 sogar. Wir sind leider nicht in der Lage, Hilfe zu leisten. 20 Erfahrungspunkte. So. Und dann machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Bye, bye.